Hi, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um billige China-Produkte. Warum die wirklich sogar lebensgefährlich sein können und ihr da echt besser die Finger davon lassen solltet, erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Kurz vorab, warum ist hier alles rot heute? Ich habe gerade meine neuen Teufel-Boxen am PC installiert und da dachte ich, zu Teufel passt die Farbe rot. Review folgt dazu natürlich, geht aber jetzt in diesem Video natürlich nicht darum. Nein, es geht um billigen China-Schrott. Immer mehr solche Produkte mischen sich sogar schon unter oder bei Amazon praktisch unter die Produkte. Ich selbst hatte die einige Zeit im Einsatz. Ihr seht schon, die Wohnwand ist gerade nicht mehr beleuchtet. Warum? Ja, ganz einfach. Vor 2 Tagen wollte ich da was umstecken. Ihr seht es ja, der Amazon Echo und der Google Home, die stehen da. Ich wollte halt, keine Ahnung, wenn ich für euch irgendwas teste, wieder irgendwas umstecken. Dahinter ist eine Mehrfachsteckdose. Also dachte ich, okay, mache ich kurz was frei. Wollte kurz das LED-Band ausstecken. Greif hinter hinter dieses Board praktisch, hinter die Wohnwand, zieh den Stecker raus und hatte ihn dann auch in der Hand. Aber was war das Blöde daran? Ich hatte ihn erstmal nicht richtig in der Hand, nein. Man kann es schon ein bisschen erkennen hier, ich zeige es euch gerade mal in der Nahaufnahme. Ja, dieser Draht ist sozusagen hängen geblieben in der Steckdose. Heißt, ich habe da hinten rumgefummelt, es irgendwie wollte es rausziehen und dachte, okay, ist doch eigentlich schon draußen, was hängt da jetzt noch? Hab dann mit den Fingern irgendwie so nach unten und war dann tatsächlich hier an 230 Volt mit den Fingern dran und einfach nur wegen einem billigen Verarbeitungsfehler, wegen einem Billignetzteil für 10 Euro, keine Ahnung, mit dem LED-Stripe zusammen wahrscheinlich. Und da habe ich mir auch dann gedacht, wow, das Ganze hätte auch anders ausgehen können. Ich selbst bin eigentlich gelernter Elektroniker, beziehungsweise bin gerade noch in der Ausbildung dazu und ich habe in meinem Leben noch nie einen Stromschlag bekommen und ja. Fand ich dann nicht so geil, vor allem, wie gesagt, da kann auch Lebensgefahr entstehen und ja, deswegen rate ich euch einfach von solchen billigen Produkten ab. Jetzt kann man natürlich sagen, wow, ja, in China wird ja mittlerweile alles produziert, also soll man keine Produkte mehr kaufen? Nein, falsch, natürlich nicht. Beispielsweise auch Big Player wie Apple produzieren dort. Man muss da einfach wirklich unterscheiden. Ich stelle ja auch häufig die Marke Xiaomi vor, von denen habe ich ja auch ziemlich viel, da sagen ja auch manche noch China-Schrott. Wer das sagt, naja, der hat sich noch nicht viel damit beschäftigt. Die stellen beispielsweise jetzt hochwertige Produkte her zu chinesisch günstigen Preisen sozusagen, was ich sehr, sehr cool finde. Die haben das sozusagen begriffen, deswegen boomen die auch gerade so. Qualität sind die wirklich auf Apple-Niveau, aber eben von den Preisen eher im günstigen Segment anzusiedeln. Was ich eigentlich mit billigen China-Produkten meine, sind gerade jetzt eigentlich LED-Stripes sind wirklich das perfekte Beispiel. Da gibt es ja wirklich einen Haufen davon. Ich hatte ja auch neulich mal diese smarte WLAN-Glühbirne im Test, die habe ich mir allerdings nicht selber gekauft, wie dieses Band, ja, das habe ich schon vor 2 Jahren mal gekauft. Nein, die hat mir ein Hersteller zugesandt und als ich die dann wirklich in die Fassung gesteckt habe, dann lag da Spannung an, habe ich dann auch direkt mit dem Multimeter überprüft, also am Gehäuse, das ist nämlich aus Metall, was natürlich auch auf keinen Fall sein darf. Hatte ich auch mal ein Video dazu gemacht, deswegen seid ihr auf jeden Fall vorsichtig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung zu billigen China-Produkten ist. Bei mir, ehrlich gesagt, muss ich sagen, es hat sich jetzt noch mal ein bisschen krasser gewandelt, gerade seit ich jetzt eben hier auch eine gewischt bekommen habe, weil das ist, ja, ich sehe das Ganze jetzt einfach noch kritischer. Ich habe schon in letzter Zeit immer mehr gedacht, ja, okay, ich soll eigentlich die Finger davon lassen. Ihr könnt es einfach schon merken, wenn ihr ein Produkt auspackt und es direkt nach Weichmacher und krebserregenden Mitteln riecht, dann lasst bloß die Finger davon. Und ja, wenn ich an dem Ding hier rieche, ist das Ganze nicht anders. Vor allem bei elektronischen Bauteilen, wie gesagt, sollte man aufpassen, wenn man da billig kauft. Da spart ihr an eurer Gesundheit, deswegen, ja, lieber da vielleicht dann doch 1-2 Euro beziehungsweise ja, 1-2 Kategorien höher kaufen und das Premium-Modell kaufen. Ich sage ja auch nicht, dass man nur die teuren Marken jetzt kaufen soll, aber überlegt einfach gut, vor allem im Bereich Elektronik, da würde ich echt die Finger von billigem Schrott lassen. Ich verlinke euch auch mal dieses Produkt in die Videobeschreibung, welches es war, dass ihr das auf keinen Fall kauft. Gerade bei LED-Stripes, wie gesagt, würde ich nicht im Bereich 10 Euro kaufen, geht da eher im Bereich 30 Euro. Luminea hatte ich, glaube ich, auch mal welche gekauft, die waren super gut verarbeitet, sind auch ein bisschen teurer. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Bleibt auf jeden Fall dran, die Woche folgt noch ein Staubsauger-Review vom Xiaomi Mi Vacuum Robo Rock. Da steht er auf jeden Fall schon, irgendwie so genau heißt er. Super geiles Teil. Bis dahin macht's gut. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, tut das gerne. Realbenix. Ciao.